Wir befinden uns im sogenannten Beethoven-Jahr. Ludwig van Beethoven ist 1770, also vor 250 Jahren, in Bonn geboren. Wir gedenken seiner als großen Komponisten und Musiker. Ich möchte über Beethoven etwas berichten. Ludwig van Beethoven entstammte einer Musikerfamilie in Bonn. Seine Vorfahren lebten in Belgien. Sie waren Flamen. Sein Großvater zog nach Bonn und schloss sich als Tenorsänger dort einem Chor an. Sein Sohn folgte ihm später als Chorsänger. Das war also der Vater von Ludwig. Er hat Ludwigs musikalisches Talent bald erkannt und förderte sein Klavierspiel. Ludwig verließ früh die Schule und wurde mit 18 der Brotverdiener der Familie. Er unterrichtete Schüler am Klavier. Bereits mit 13 Jahren war Beethoven Mitglied des Kurfürstlichen Orchesters in Bonn. Aus einem freudlosen Bonner Elternhaus führte Beethovens Lebensweg im Alter von 21 Jahren nach Wien. Dort entfaltete sich seine großartige Kunst unter den Augen des alten Josef Haydn und Christian Gottlob Neefe. Sie wurden seine Lehrer. Er entwickelte sich zu einem Virtuosen am Klavier. Die Aristokraten, also die Adligen der Oberschicht in Wien, haben ihn finanziell unterstützt und gefördert. Sie haben ihn bewundert. Schüler wurden von ihm am Klavier unterrichtet und gefördert. Damit verdiente er sich seinen Lebensunterhalt. Bald begann er zu komponieren und wurde ein bedeutender und einflussreicher Komponist der westlichen Tradition. Er gelangte zu höchstem Ansehen. Er komponierte Musik in der Übergangszeit Klassik, Romantik. Seine ureigenste Welt war die Instrumentalmusik. Wilhelm Furtwängler, der bekannte Leiter des Philharmonischen Orchesters in Berlin, fand ein paar sehr passende Worte, die Ludwig van Beethoven beschreiben. Er sagte: Wie keiner sonst erstrebt Beethoven das Endgültige. Die außerordentliche Schlichtheit und Klarheit kennzeichnet seine Musik. Soweit Furtwängler. Beethoven ist gern gewandert und zog sich oft in die Einsamkeit zurück, was sein Komponieren förderte. Er hat nie geheiratet. Er begann, Goethes Werke zu vertonen und hat Napoleon mit seinem Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in seiner dritten Symphonie verehrt. Später wurde er jedoch von dem Brausen der neuen Welt erfasst. Er komponierte Kammermusik, Streichquartette, einen Zyklus von 32 Klaviersonaten, die Missa Solemnis, 9 Symphonien, 5 Klavierkonzerte, ein Violinkonzert, Vokalmusik und die Oper Fidelio. Seine Klavierkonzerte hat er meisterhaft komponiert und selbst brillant gespielt. Seine Werke sind nicht nur Klang, sondern immer auch Sprache. Eine Aussage über Menschliches und Göttliches. Schillers Worte an die Freude in der 9. Symphonie waren für ihn Worte an die Mitmenschen. Sie waren ein Aufruf zur Liebe und Gemeinschaft. Weniger bekannt sind seine 3 Oratorien. Das heute bekannteste ist wohl Christus am Ölberg. Das gewaltige Vokalwerk wurde zuweilen seine 10. Symphonie genannt. Er hat auch Ballettmusik, auch Tänze und die Bühnenmusik für Goethes Faust komponiert. Bald nach 1800 setzte ein Gehörleiden ein, das 1820 zu fast völliger Taubheit führte. Das hat ihn sehr belastet. Sein Zustand führte demzufolge ungeheuren inneren Kämpfen. Er hat dazu einmal gesagt: Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Beethoven galt als der größte Pianist seiner Zeit und war sicherlich einer der größten Komponisten in der Musikgeschichte. 20.000 Menschen haben ihn zum Gottesacker in Wien begleitet. Er wurde wie ein Fürst der Musik 1827 bestattet.